Ja. Ich weiß ja nicht, ob du die anguckst. Ja. Da hinten war es Ausgang, ne? Ne, ich glaube in die andere Richtung. Nach rechts. Da ist Ausgang. Ah. Ich glaube, ich werde das nie lernen. Siehst du, dafür gibt's die Karten. Aber das bringt ja auch nichts. Ich habe jetzt geguckt, also das hier habe ich angefangen, fand ich auch ganz cool. Sieht aber nicht nach Dings aus. Na? Ah doch, du bist schon auf dem richtigen Weg, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, Stop. Aber auf dem Umweg. Ich hätte ja auf den direkten Weg praktisch dahin kommen können, oder? Ne, ich glaube jetzt, genau, hier hinter der Biegung müsste eigentlich schon der Shop sein. Ja, der Shop, aber ich dachte eigentlich direkt zum Bootsanlegestation. Ja, das meinte ich ja, die Boot-Ding, bla, oder... Nee, ich glaube, jetzt kommt erstmal der Shop, oder? Na, was kommt jetzt? Das ist, ja, hier links ist jetzt das Boot, rechts ist Shop. Oder? Ach nee, da muss man ja nochmal weiter. Ja. Okay. Du glaubst, das andere war schneller? Ich glaub's gerade, aber egal. Geh mal halt den Umweg ständig in mir. Jetzt umzudrehen wäre Schwachsinn. Leichter, ja. Ganz leicht. So. Ach ja. Oh, meine Fresse. Ausgang? Fragezeichen? Da, genau, da, in die Richtung. Ah ja, hier ist ja auch die Eulenstatue. Da hättest du dich übrigens auch hinporten können. Mit dem einen Lied. Mhm. Schön, dass du das jetzt erst sagst. Fällt mir gerade mal so. Ich habe vergessen, dass ihr die freigestellt habt. Nicht so schlimm. So, jetzt bin ich wenigstens wieder auf einem Terrain. Das ist ein Wolfsheim, ah ja. Das ist also exakt derselbe wie in Ocarina of Time. Und auch das Schwächste, wenn du den in den Rücken stichst, dann stirbt er sofort, glaube ich. Ja, greifen weiter von vorne. Okay. Oh, komm schon. Oh, dann halt nicht, meine Fresse, ihr seid mir zu blöd gerade. Ich glaube, wenn der so angreift und du gehst dann einfach einen Schritt zurück, dann dreht er den Rücken zu. Wenn du ihn dann mit einem Sprungangriff angreifst, dann stirbt er sofort. Guck mal. Kann man auch machen. Ist mir aber gerade vollkommen egal. Ja. Ich will eigentlich nur jetzt zurück zur Stadt. Die müsste hier sein. Jetzt hast du nichts vom Vogel klauen? Okay, der ist ganz links. Jo, ich werde mir noch kurz die Rubine... Ne, die Rubine bringen mir nichts, ich hab maximal. Ja. Ich glaube, wenn du 100 oder 200 abgegeben hast bei der Bank, dann kriegst du die nächste... 200, glaube ich, hat er, glaube ich, gesagt. 200, ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall... als erstes mal... Ja, ich werde jetzt zur Bank gehen, dann werde ich noch zur Fee gehen und die Eulenstatue aktivieren und glaube, dann mache ich eine Aufnahmepause. Gut. So. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Gut. Dann geht's in der nächsten Aufnahme in die Berge. So. Wie alt steht denn jetzt eigentlich der Mond? Ja, schon recht groß. So. Einmal Statue aktivieren. Bäm. Sehr wichtig. So. Dann okay, dann gehen wir links, da oben zu Fee erstmal. Okay. Links war. Achso, da war die Bank, genau. Genau deswegen. Ah, wir können sogar noch was machen, bevor du. Oder du hast das Buch noch nicht von den Kiddies bekommen, oder? Ich glaube nicht. Ah, du musst die Fee wieder zusammensammeln auch. Ernsthaft? Ja, auch als... Du bist da in der Zeit zurück.
Ach komm, das läuft jetzt alles in einem. Also so schwer ist es nicht. Ja, aber trotzdem, das ist doch dumm. Das ist Zeitverschiebung, damit du darfst keine Paradoxe erstellen, von daher. Ja, schon klar. Ist ja auch überhaupt kein Zeitparadoxum, dass ich den Bogen noch habe, wenn ich jetzt wieder praktisch zurückreise. Nein, absolut nicht. Auch die Masken, die verlierst du auch nicht. Kein Paradox. So, So. geh, warte mal, geh mal nach links. Kurz in den Ding rein. Und dann kommst du gleich wieder raus. Dann kriegst du nämlich das Buch von denen. Zwei, vier, wie war's? 3, 1, 5. 2, 4, 3, 1, 5. Jo. So. Wenn ich jetzt was mache? Jetzt einmal reinlaufen. Und dann wieder raus einfach. Und dann müsste dir Jim entgegenkommen und dir das Buch von ihnen geben. Und da steht dann auch der Code immer drin. Dann musst du dir den nicht auch extra aufschreiben. Ja. Hey, du hast den Test noch nicht bestanden. Woher weißt du also den geheimen Code? Nur die Bomber kennen den Code. Woher kennst du ihn? Hör mir mal zu. Du bist jetzt ziemlich gut drauf. Du hast den einen Code rausgefunden, den nur wir kennen. Das ist klasse, das mag ich. Wie heißt du, Kleiner? Was auch immer, also gut. Das Horrorkid hat unsere Regeln gebrochen, indem es nur Unfug treibt. Ich mache Osoma zu einem Mitglied der Bomber. Dies ist das Notizbuch der Bomber. Es beinhaltet unsere Regeln. Lernen Sie es auswendig. Okay. In diesem Buch sind die Tagespläne einzelner Personen verzeichnet. Ah, wahrscheinlich kann ich dann jetzt praktisch herausfinden, welche Nebenquests es so gibt. Ja, genau. Finde Auch Menschen welche in du schon Not gemacht und hast. füge ihren Namen und Bilder ein. Es ist nur Platz für 20 Leute. Versprich ihnen zu helfen, mir vermerke an Versprechen mit Aufklebern, halte dein Versprechen immer ein. Drittens, hast du ein Problem gelöst, erhältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber. Er bleibt in deinem Buch. Viertens, entferne keine Aufkleber, so ist sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss nie diese Regeln. Taya sagt dem Horrorcat, dass wir es rauswerfen. Es hat sich wirklich wie ein Idiot aufgeführt. Die geheime Bruderschaft der Bomber wurde ins Notizbuch eingeführt. Dir wurde ein geheimer Code anvertraut. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay. Das ist dann wirklich, dann weißt du auch genau, welche Quests du schon gemacht hast oder wem du noch helfen musst. Ja, wenn ich die ganzen Nebenquests machen werde, ich wüsste es ja noch nicht. Ja, nur. Also verschiedene sind schon ganz praktisch, andere sind eher unnötig. So wie die eben gerade mit der Trüffelmaske. Ja, unnötig, aber ganz cool zu machen. Wie kam ich jetzt an dich ran? Deku? Rechts sollte eine Pflanze irgendwo stehen. Ja, stimmt. Wenn ich dich nicht hätte, dann. Hättest du jemand anders oder würdest ein bisschen rumlaufen, bis du sie findest? Ja. Ah, los, Skill, Skill, Skill. Ja, schön. So, und jetzt wird hier. Die vier zusammengefügt. Dann kriege ich hoffentlich die Belohnung, die ich schon so lange erwarte. Also seit einer Stunde oder so. Ist auch keine große Belohnung, aber es ist halt wie bei allem so eine Kleinigkeit, die dir helfen kann. Riesensprung. Jetzt kommt sie wieder, die Pornofee. Dämone. Dämonenfee. Sieht doch nicht aus wie eine Fee, das ist ein Dämon. Und das sind Mokris, die kleinen Viecher. Ja, geil, stimmt, eigentlich. Ich bin zwar kein Final Fantasy Nerd, aber Mokris kenne ich, schon allein wegen Kingdom Hearts. Oh, Ja, Taya und du, junger Freund, hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Alles, was ich dir vergeben kann, ist dies, das Zeichen meiner Dankbarkeit. Lass mich deine Erschöpfung von dir nehmen. Ich dachte, du gibst mir mehr. dachte ich eigentlich auch. Ich denke, da kommt auch noch was. Hey, du bist noch nicht mal verletzt oder irgendwas, aber Hauptsache geheilt.
Oh, junger Freund, vier Tempel beherrschen das Land. In ihnen findest du vier Irrte-Feen, wie ich einst eine war. Bitte, ich bitte dich, finde diese Feen und bring sie zu ihren Quellen zurück. Auch sie werden sich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Erlaube mir, dir ein Geschenk, nee, oder zu bereichen, welches verhindern wird, dass die verirrten Feen dir Angst haben. Alter, ein Creepy-Kopf. Das ist kein Kopf, das ist eine Maske, wie halt alles hier. Die Feenmaske erhalten, aha. Der Maske zu schimmern ist vermutlich eine verirrte Fee in der Nähe. Okay. Besuch mich jederzeit, wenn die Strapazen deiner Reise so schwer auf deinen Schultern lasten. Ja. Halt hauptsächlich zur Hilfe. Außerdem kommen die dann zu dir auch geflogen, wenn du die anziehst. Okay. Wie diese eine Fee beim Feuer, dann musst du nicht ins Feuer springen, aber wenn du die Maske anziehst, dann kommt die so ganz gemütlich zu dir geflogen. Okay, das ist natürlich praktisch. Ganz praktisch. Ja. Immer halt, woher weiß, wo die ganzen Feen sind. So. Jetzt was noch Geld wegbringen? Mhm. Und dann wäre es das erstmal gewesen. Perfekt, und ich darf jetzt noch einkaufen gehen. Ui, das ist ein bisschen spät. Ah, ne, bis 9 Uhr geht's noch. Also. Hier ist auch noch hell. Von daher. Naja, bei mir ist es mittelhell noch irgendwie. Hi. Hallo, kleiner Mann. Möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen ja. Lauben mich nicht zu, ich weiß Bescheid. Rubine einzahlen. Wunderbar. Nun, wie viel? 9. Ja, ich will wirklich 99. Ernsthaft, das ist eine Menge. So, junger Mann, wie lautet dein Name? Osama war dein Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Händen. Lass mich dich noch rasch mit einer Spezialtinte bekennzeichnen. Okay. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar. Und es tut auch nicht weh. So, ich habe jetzt den Geld eingespeichert, euer Geld eingespeichert. Jetzt wird es übertragen und es ist weg. Das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer wieder erkennen. So, kleiner Mann, dein Kontostand beträgt derzeit 99 Rubine. Komm zurück, wenn du ein paar Reichtümer angesammelt hast. Jo. Weißt du, worauf das eine Anspielung war? Nee. South Park. Okay. Sag ich dir gleich nochmal nach der Aufnahme. Okay. Gut, das war's jedenfalls von Majora's Mask. Wir werden sehen. Ich weiß noch nicht, ob Ringuni in der nächsten Aufnahme wieder dabei ist. Könnte auch sein, dass jemand anders dabei ist. Oder ich wieder alleine bin, je nachdem, wie es zeitlich verläuft. Mal gucken. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn eine nächste Aufnahme kommt. Das passt jetzt auch perfekt zu 3 Stunden Aufnahme. Also dann, bis... Ja, morgen oder so. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe hier bei diesem LP gerade, bei diesem Emulator mal die Qualität ein klein wenig höher gestellt, weil sonst mein Gastkommentator nämlich ein bisschen gemeckert hätte, glaube ich. Und das ist das Stichwort. Hallo. Hallo. An euch beide. Ja. Ja, wir sind nämlich zu zweit heute, also zu dritt insgesamt. Ja, also bei mir ist der Passi, ich glaube auf YouTube XPassiXX, oder? Ja, sag einfach Onion Knight, passt schon. Oder Onion Knight, genau. Und der PepperJK. Hi. Und ja, die beiden sind gerade zusammen bei sich zu Hause und ja, wir wollen jetzt mal hier ein bisschen weitermachen. Das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben, als ich dieses Geld da eingezahlt habe. Und jetzt möchte ich irgendwas machen. Das ist ein guter Anfang. Ja. Gut, ich habe sogar eigentlich genau im Kopf, was du machen müsstest, aber mal gucken, was du machst. Ja, mal gucken. Also. Der Experte. Ja, nee. Ich würde noch die Eule. Ach, hast du. Okay, die habe ich schon aktiviert, keine Sorge. Was habe ich denn, was fällt mir denn noch ein, was ich schon in den Kommentaren geschrieben gekriegt habe, was ich noch machen könnte?
Da gibt es ein paar Dinge, aber... Also ich weiß noch, dass ich beim ersten Tag mal beim Bürgermeister vorbeischauen sollte. Der Rest ist mir entfallen. Ich hatte kommentiert, dass du den Dieb wahrscheinlich nur mit einem Schwert aufhalten kannst. Ja, das stimmt, aber ich weiß nicht, wann der kommt. Ich könnte mal gucken, ob er jetzt gerade da ist. Dafür muss ich erstmal nochmal. Hier ging's weiter. So. Ich hätte auch da oben lang gehen können, ach Idiot. Naja, ich meine, wenn er jemanden erfolgreich überfallen hat, könnte ja nochmal klappen. Es war ja in der Nacht irgendwann. Der Typ war irgendwo hier hinten. Ich weiß nicht, ob ich den vorher ansprechen muss oder so. Ne, der ist nicht da, glaube ich. Ne, der ist nicht da. Aber ich könnte versuchen, das Herzteil zu kriegen. Ja. Sagen hast du das schon? Na, okay. Der muss halt die Rutsche hoch. Ja, da müsste ich doch eigentlich auch von hier aus hochkommen, oder nicht? Könnte funktionieren. Das habe ich auch gedacht, als ich den Part gesehen habe. Da habe ich gedacht, wieso rutscht er denn nach oben? Wieso benutzt er nicht diesen Weg da? Also ich bin privat die Rutsche hochgeklettert, das geht auch. So. Das hat man ja auch schon gesehen bei seinem Part. Jetzt ist natürlich nur noch die Frage, wie komme ich... Einfach rüberspringen. Konnte ich irgendwie weiterspringen? Nee, oder? Theoretisch schon, aber dazu bräuchtest du die Hasenohren, weil du... Weil du dann noch schneller läufst. Doch, ich erinnere mich wieder. Ich kann mit einer Rolle vorher, glaube ich, weiterspringen. Das könnte funktionieren. So, das hat der andere Gastkommentator gesagt. Das hatte ich nämlich, glaube ich, erst im letzten Part, den ich hochgeladen habe. Könnte dir aber noch was sagen, was den Dieb betrifft, wenn du möchtest. Was? Irgendwas Spoilermäßiges, oder? Nein, es hat nur damit zu tun, dass er jetzt nicht da ist. Dass er vielleicht die alte Dame schon ausgeraubt hat, oder? Ja, genau richtig. Der ist nur in der ersten Nacht da. Weil dann hat er ja erfolgreich ausgeraubt. Jo, das habe ich mir schon gedacht. Nein. So. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal das. Ja. Und dann... ich glaube, jetzt ist es am besten, wenn ich einfach mal die Zeit komplett resette, ne? Wahrscheinlich, ja, weil... Ah, schön, die Feenmaske hat auch geholt mittlerweile. Ja. Udul war es für mich, denn das war der erste Boss. Genau. Ich könnte ja auch nur versuchen, in den ersten Dungeon zu gehen wegen restlichen Feen. Ach, scheiß drauf. Ja, gibt halt eine Belohnung, wenn du das machst, aber ansonsten. Ist die Belohnung sehr wichtig? Nö, das hat ja Riguni schon gesagt, war das, ne? Das sind nur so Zusätze, wie halt, wie im ersten auch schon, doppelte Magieleiste, weniger Schaden, solche Sachen halt. So, da ich habe jetzt dreimal überlegt, was ich machen wollte, bevor mir wieder eingefallen ist, ach ja, ich wollte ja wissen, wie man das nochmal macht. Hymne der Zeit war das. Ja, genau. So. Rechts A runter. Rechts A und so. Da. Ist eigentlich voll die Wiederverwertung von Ocarina of Time. Haben sich voll leicht gemacht mit der Musik hier. Jedenfalls bei der Sache. Ja, hätten die in Ocarina of Time mal gewusst, dass man damit die Zeit zurücksetzen kann, ne? Ja. Hast du das Masterschwert vielleicht gar nicht benutzen müssen. Dämmerung des ersten Tages. Verbleiben 72 Stunden. So, jetzt ist meine erste Frage. Muss ich jetzt nochmal... Der schnellste Weg zu den Bergen führt durch das Nordtor. Ja, halt die Fresse. Muss ich jetzt nochmal das verlangsamen oder ist das noch aktiv? Nee, das ist wieder aus. Erkennst du immer an der Farbe von der Uhr. Die ist immer grün, wenn die Zeit normal läuft und blau, wenn sie verlangsamt ist. Mhm. Jetzt die nächste Sache ist, wie ging das nochmal ein bisschen verlangsamen? Habe ich vergessen. Kannst du mir ja mal einen Tipp geben, kurz, bevor ich... Das Lied rückwärts spielen. Ah, okay. Das heißt, unten A rechts. Genau.
So. Bist du bei der Zahl? Die Zahl steht jetzt auf dem grünen Feld. Gut. Ja, wir möchten die Zeit verlangsamen. Link wird schwummerig dabei. Genau.